Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Zufallsschach. Ich hatte gerade schon eine Partie, die habe ich sehr nice gewonnen. Nur da gab es leider einen Aufnahmefehler. Meinerseits. Tut mir leid. Ich bin gegen Velomeister. Und ich hoffe, er zieht. Okay, er zieht nicht. So, ich werde jetzt aber nicht neu auslosen. Wenn wir schwarz haben, spielen wir B6, D5. Und wenn wir weiß haben, spielen wir einfach B3, D4 wie gerade. Ich bin gegen Hobby-Amateur. Was ist denn los mit euch? Ich dachte schon. Ich dachte schon. Er macht ganz schön viel Druck auf D4, aber ist kein Problem im Moment. Tauschen wir mal unseren Läufer ab hier. Hier haben wir mal einen Doppelbauern. Tauscht sich einiges ab hier. Muss zu C4 kommen. Das war wichtig noch. Wir könnten gleich mit so Hängebauern spielen, aber ist nicht so schlimm. Eine solide Stellung. So, wo packe ich meinen Springer ein? Das ist jetzt hier die Frage. Ich spiele erstmal H4. Und vielleicht können wir ihn ein bisschen irritieren. Okay, wir können ihn nicht irritieren. Am liebsten würde ich meinen Springer nach E5 stellen. Nur er hat immer Springer E4, das ist ein bisschen unangenehm. Springer C3 und so. Na gut, machen wir es einfach. Springer C3, Dame D2. Muss eigentlich auch schon wieder zurück. Das war nur das beste Feld für meinen Springer. Springer F7. Hab ich auch nichts von. Ich könnte jetzt Dame F3 spielen, weil wenn er jetzt Springer E4 spielt oder so, dann habe ich Springer F7. Eventuell. Ah, jetzt hängt D4. Das hätte ich sehen sollen. Nehmen wir mit dem Springer raus. Und H4. Auch das noch. Na, vielleicht kann man ein bisschen Druck machen am Königsflügel. Paar Bauern eingestellt, was soll's. Holen wir uns einen zurück. Vielleicht auch zwei A7 hängt ja auch noch. Dame H2, König F1, Dame H1, König E2. Dann hat er eigentlich nichts mehr. Ja. Sind nur zwei Schachs. Außer dass mein Turm jetzt hängt. Natürlich. Ah, das war ja grauenhaft. Ja, komm, das können wir aufgeben. Das war ja grauenhaft.
Hier stehe ich auf jeden Fall besser. Umgruppieren wir auch noch okay. Nur jetzt muss ich Turm D1 spielen hier. Ja, ich habe irgendwie gar nicht mehr dran gedacht, dass er nehmen kann. Das war total blind von mir. Hier stehe ich auch noch okay. Hier nicht mehr. Nach Springer G4 muss ich G3 spielen am besten. Weil jetzt hat er, habe ich H1 gedeckt. Und kann halt mir aussuchen, was ich mache. G3 ist essentiell. Ah, tut mir leid, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.